So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Black 2 mit dem Binger der Herzfinger. A.K.A. Mr. Bang. So, in diesem Part geht's mal wieder feuchtfröhlich weiter mit dem Team Plasma Schiff. Ja. Und das werden wir jetzt auch wählen. Skorupi. Den haben wir nochmal vorne, genau, Ninja. Oh, Level 45. Oh, das wäre schon ein ganz gutes Stückchen overlevelt, aber ist mir Latte. Surfer. Surfer sollte eigentlich auf Skorupi ein One-Hit werden. Ja. Und wir kriegen jetzt wahrscheinlich noch ein Level-Up. Besser geht's doch nicht, ne? Ne. Besser geht's nicht. Level 49 für Ninja. Und Fungus. Bleiben wir auch drin. Oh, wisst ihr warum? Weil wir jetzt Eisstrahl drauf haben und Eisstrahl macht massiven Schaden. Weil es effektiv ist und Fungus geht down. Obwohl es krasse Werte hat. Hat besonders Verteidigungswerte. Okay, und Golbat. Ah, super. Ich dachte schon, ich muss mir irgendwie Sorgen machen langsam. Aber wir scheinen wieder overlevelt zu sein. Krass. Wir sind auch am Anfang des Spiels, wo wir schon noch so underlevelt waren. Tja, die Zeiten sind vorbei. Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich. Ah, schade. Och man, hier täte uns Aqua Jet gut. In Situationen wie dieser. Aber egal. Hätte, hätte, Fahrradkette. Golbat wird jetzt erstmal besiegt. 2009 Erfahrungspunkte. Tschüss, Chopucel. Okay. Ah, was ist das denn? Oh. Oh. Krass. Das wird ja immer komplexer. Also diese Pokémon-Spiele werden immer mysteriöser und komplexer. Das Scrafty. Level 47. Alles klar. So ungefähr auf meinem Niveau. Auf meinem Niveau. Ich setze einfach mal Just Before Megahorn ein. Da will ich Just Before einfach mal Megahorn einsetzen, dann geht's dann nicht. Ach man. Egal. Der Megahorn macht. Naja, Schaden. Naja, Schaden. Hätte er schon ein bisschen mehr erwartet. Naja. Und Razor Shell. Wild Jump Kick, damit sollten wir jetzt Stoßbar aktivieren, ja? Razor Shell sorgt dann auf Nickel. Super. Puh. Und Level 50 sollte das jetzt für Ninja sein. Boah, geschafft. Also das Spiel wird immer mysteriöser und komplexer und Retaliate, also Revenge Mage, nee, wollen wir nicht. Okay. Und auch das hätten wir. Ich habe auch irgendwas von wegen in den Kommentaren gelesen, dass uns die Mitglieder dann auch so ein Passwort oder so rausrücken. Okay. Hm. Wie machen wir das denn? Trappisch. Das Geile ist ja jetzt, weil ich unter 33% meiner KP bin, ist Sturzbach die ganze Zeit aktiv. Das heißt, wir machen auch 50% mehr Schaden mit so einem Wasserattacken. Und dadurch sollten wir jetzt eigentlich auf jedes Pokémon hier, fast auf jedes Pokémon, einen One-Hit schaffen oder ganz massiven Schaden. Heißt aber auch, falls wir getroffen werden, sind wir tot. Aber das Risiko bin ich bereit einzugehen. So, nochmal Surfer. Todd, boah, Glück gehabt. Verdammt viel Glück gehabt. Senko. Senkos Narbe da auf dem Bauch. Wisst ihr, woher die kommt? Mal wieder ein bisschen Pokekunde mit Rigi. Genau, sie stammt nämlich von dem Kampf mit seinem ewigen Rivalen Vipitis, die Vipitis Senko mit seinem Schweif zugefügt hat. Oh, wir haben jetzt die Karte bekommen. Plasma-Karte. Okay. Interessant. Ah, wir müssen hier lang. Achso. Oh mein Gott, wie viele von denen gibt es denn noch? Das ist ja unglaublich. Wenn die alle wenigstens nur ein Pokémon hätten. Aber die haben alle auch noch zwei, drei Stück oder so. Der ist vielleicht wieder zwei. Croconaw. Ich hoffe mal ein bisschen schneller. Ja, sind wir gut. Puh.
Aber hier kann man echt gute Erfahrungspunkte farmen. Mit dem Glücksei. So, es kommt jetzt Krokodil. Bleiben wir auch drin. Oh, geil. Warubiaru heißt das auf Japanisch. Hatte ich in meinem allerersten Black Run drin. In meinem privaten Black Run. Boah, das ist so krass, das Teil. Mit Hochmut. Ja, das zerfetzt richtig. Oh, Hyper Potion. Auf Ninja. Gott. Ich weiß nicht, kommt denn nach der Top 4 noch viel? Ich werde auf jeden Fall noch, dass man noch einige legendäre Pokémon fangen kann, die ich auch fangen werde. Aber egal, wir werden sehen. So, Crocodile. Ich weiß gar nicht. Ein Surfer, reicht ein Surfer aus? Lassen wir uns überraschen, reicht ein Surfer aus? Hm. Wetten stehen, Quote steht 1 zu 5 und... Oh, oh, oh. Ninja ist auch krass. Also Ninja fetzt definitiv auch rein. Ist zwar scheiß langsam, aber es fetzt rein. Auch hätte das nur keine Minusinitiative gewesen. Ach, schade. Dann wäre das verdammt geil. So, Max Elixier. Und was noch? Max Revive. Ja, ganz nett. Oh, und seht ihr die Pfeile da auf dem Boden? Ich glaube, diese Pfeile heißen so etwas ähnliches wie, du musst da lang. Oder die heißen einfach nur, da geht's lang. Das erzähle ich da. Das ist einfach nur so komische Wegweiser. Die nichts mit uns zu tun haben. Wäre auch ein bisschen behindert, wenn die das dahin gemacht hätten. Mann. Und ich dachte schon, ich habe hier gerade irgendwas Weltbewegendes herausgefunden. Oh, Surfer. Endeavor. Das macht nichts, weil es, wie ich gesehen habe, hier in der... Weil direkt neben der einen Trainerin hier einen Paramedic gibt. Und den werden wir nach diesem Kampf zum Beispiel aufrufen. Ist doch klar, wie groß wir hier. Watch out. Bleib auch drin. Aber was ich auf jeden Fall mag, ist, dass es in Black 2 auch, also dass die Plasma-Rüpel viel mehr Vielfalt in ihre Teams haben. Die haben jetzt nicht mehr immer diese Watch out, dann noch diese komische scheißschwule Katze. Zwischendurch noch irgendwelche anderen random Viecher, die kacke sind. Die haben jetzt einfach mal alles drin. Weezing haben die wieder drin, Mack haben die drin, What, Warubiaru und so. Also finde ich klasse. Finde ich echt geil. So, und ich denke, wir sollten jetzt Ninja mal nach hinten tun. Ninja, du hattest deine Zeit. Deine Zeit kommt hier. Deine Zeit kommt. Wird wieder Zeit für ein bisschen Blood Action. Ja, wird wieder Zeit für ein bisschen Blood Action. Bloodsport. Okay. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, was ein Paramedic hier zu suchen hat. Das ist einfach nur der Notarzt von den ganzen Team Plasma-Rüppeln. Oh. Oh. Ja gut, friss mein Exzessor. Mein Blatt ist stärker als deins. Dein Blatt ist ein Opfer. Nee, nur mein Blatt ist das wahre Opfer. Entrainment. Oh, hat er jetzt auch so viel gebracht. Hat es auch so mega viel gebracht. Oh. Naja, ist gut. Ich weiß, was du meinst. Exzessor. Gefolgt von einem Cut, um dieses Liebeni dann nochmal richtig kaputt zu machen. Bitte treffen. Danke. Finde ich jetzt aber echt nett von dir. Und ich glaube, nach diesem Part mache ich aber auch mal Schluss für die Session heute. Mal gucken, wann ich dann weiterreden werde. Ich will heute noch ein bisschen FIFA drehen und Leafstorm. Ne, Leafstorm ist scheiße, weil Blatt physisch gedrillt wird. Auch wenn es ein Minus-Angriffswesen hat. Egal. Blatt ist toll. Blatt ist kein Opfer, oder ist Blatt ein Opfer? Ist Blatt ein Opfer, Leute? Sagt ihr Bescheid. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier mit allen reden müssen. Also mit allen? Nein, nicht mit allen, aber dass wir mit vielen hier reden müssen. Ne, scheiß drauf. Okay. Kann ich die Leiter hoch? Nee. Okay. Also dieses Rätsel, das gibt mir zu denken übrig. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut.
rund. Aber wir müssen bald fertig sein mit den mit der Main Story, sag ich mal. Crocodile gegen. Ist ein Intimidate. Dementsprechend schafft mir, glaube ich, kein One-Hit mehr. Heißt für mich, ich werde erstmal Sword Dance einsetzen. Und danach erst Leaf Blade. Um auch den One-Hit zu garantieren. Scary Face. Ja, ich weiß ja nicht. Was haltet ihr eigentlich vom Crocodile? Ich meine ernsthaft. Viele sagen ja, es sieht komisch aus. Aber ich finde es eigentlich ganz nett. Sieht cool aus, hat was. Echtes Krokodil halt. Mit dem breiten Maul noch. Starkes Pokémon, definitiv. Mit Hochmut und so weiter. Sehr, sehr, sehr krank. Sehr sick. Aber naja. So, und wir hätten jetzt auch den hier besiegt. Sind nicht mehr so viele. Dürfen nicht mehr so viele sein. So, dann kann ich endlich auch mal gegen den kämpfen. Also, einen Rüpel gibt es auf jeden Fall noch. Also, einen gibt es definitiv noch. Und zwar unten rechts. Den habe ich auch noch gesehen. Ich will aber gegen jeden kämpfen, weil ich habe irgendwas gelesen von wegen noch ein Passwort und so weiter. Und das will ich natürlich nicht verpassen. Ja, das ist blöd. Da kann ich nichts machen. Muss Ducky rein. Ducky! Okay. Gang schon. Und für diejenigen, die es immer nicht gemerkt haben, ich versuche die ganze Zeit, wenn Ducky reinkommt, seinen Ruf nachzuahmen. Nur klappt das anscheinend nicht so gut. Gang schon. Ist doch behindert. Warum klappt das überhaupt? Warum werde ich die ganze Zeit vergessen? Mann. Gut, Survivor. Müssen wir auch drin bleiben. Das schaffen wir links alleine, Blatt. Da braucht Blatt tatkräftige Unterstützung, von wem auch immer. Aber Ducky geht echt ab. Muss ich jetzt mal auch sagen. Also Ducky, ich habe irgendwie unterschätzt, dass das von wegen ohne Erdbeben nicht abgeht. Natürlich geht's ab. Was habe ich jetzt da? Das ist auch mal ein bisschen doof, dass er da nicht runtergehen kann. Aber was will man machen? Ich will das Item da noch haben. Das ist der letzte Trainer, aber ich will das Item da haben. Scheiß auf den Rest, ich will das Item da haben. Egal. Rapion. Ja, das schafft Blatt auch nicht alleine. Wobei. Ich gehe einfach das Risiko ein. Ich habe Vertrauen in Blatt. Blatt, damit du immer weißt, ich vertraue dir. Ich vertraue dir einfach. Trash ich weiß. Okay, kein Ding. Das ist gar kein Problem. Denn. Ah, schade. Aber egal. Sehr guter Schaden. Drapion ist ja auch noch eine physische Wall, mehr oder weniger. Hält physisch ganz gut aus. Hound Claws. Boah. Da hat sich das Vertrauen mit Blatt doch bezahlt gemacht. Haha, du bist toll, Blatt. Du bist Job die Schäde. Zack. Und Drapion ist weg. Weg. Husch. Drapion in den Busch. So. Puh. Was hätten wir? Jetzt habe ich gegen jeden Rüpel hier gekämpft. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Glaub nicht. Na, egal. Take Item auf Regi. So, ich will das Item da auch noch haben. Ah, super. Ich komme da sogar dran. Nice. Powerband. Oh, ich weiß nicht, was es ist. Aber. Was ist Machtband? Ja, doch, ne? Machtband war das. Ach, wie immer sei. So, wir haben jetzt auch noch die Plasma-Karte und so bekommen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles. Wir haben jeden Trainer hier besiegt. Streng genommen können wir jetzt sehr stolz auf uns sein. Ah, super. Und jetzt könnten wir auch dieses Passwort hier endlich machen, oder? Yes. Ja, jetzt. Jetzt beginnt die Scheiße.
So, ich werde jetzt extra nochmal zurückgehen, jedes meiner Videos gucken nach dem einen Kommentar da und dann werde ich nochmal den Typen da danken. Ich werde das Passwort dann offscreen eingeben. Moment, ich zeige euch das mal. Hier. Ich werde das Passwort dann offscreen eingeben, euch dann nochmal zeigen, falls ihr das auch nochmal eingeben wollt, aber bis dahin, bis gleich. Und da sind wir wieder, meine Freunde. Ich habe dir das Passwort eingegeben. An dieser Stelle vielen Dank an Troll Production, der mir das den Kommentar unter Part, ich glaube 35 oder 36 geschrieben hat. Danke an dich. Ich habe jetzt hier einfach mal, ich will Reshiram, Kyurem oder Seekrom auf Japanisch eingeben. Ich habe es jetzt einfach mal mit Reshiram versucht. Ich stimme. Oh, und wo war denn jetzt das Dreieck? Moment. Da, genau. Ich versuche jetzt einfach mal mit Reshiram. Und das war falsch, kein Ding. Machen wir mal weiter. Ich soll irgendeins von den drei rausfinden, eingeben. Machen wir jetzt einfach mal uns. Ich muss jetzt hier kurz ablesen. Das ist immer so eine Sache, das ist so ein Pain in die Ärzte, die Schriftzeichen zu finden. Also wir jetzt versuchen. Kyurem oder Seekrom? Komm, Kyurem. Kyurem ist erstmal die komische Pluszeichen, hä? Wo ist das? Ach, das hier. Das. Dann so ein ganz kleines Drecksding. Kleines Drecksding, wo bist du? Oder? Ja, kleines Drecksding, so. Wo ist das kleine Drecksding? Das hier? Nee. Das hier. Müsste das hier sein. Gefolgt von das und wieder das Dreieck. Richtig? Auch falsch. Warum? Na, dann muss es wohl Seekrom sein. Oder muss ich hier rein? Ey, ich habe keine Ahnung, das ist gerade voll verwirrend. Oder? Kann sein, dass ich hier rein muss. Och Mann, das ist gerade echt doof. Oh, Seekrom. Müsste das hier sein, aber mit zwei Strichen oben. Ich finde das Schriftzeichen gerade nicht. Oh, ein Smiley. Scheiße. Bin ich einfach nur blind? Müsste doch das hier sein. Nur da noch zwei Striche da oben. Ich gehe einfach mal komplett durch. Moment. Ich find's nicht. Na, ich geh's einfach mal so ein. Vielleicht ist das richtig. Ich weiß nicht. Egal. Da noch so ein komisches Teil. Wie das? Nur so ein Strich. Ah, das hier. Jetzt noch ein Viereck. Das. Das heißt, glaube ich, O. Oh. Das heißt, O. Oh. Ro heißt das. Ro heißt das. Ja, ja, doch, das weiß ich. Das kenne ich doch aus meinem, aus meiner japanischen Perl. Das gab immer am Anfang bei Rose Raid. Ja. Ah, egal, okay. Jetzt erstmal das Passwort eingeben. Jetzt wieder das Dreieck, da. Richtig? Ich verstehe das nicht. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Versuchen wir einfach nochmal richtig. Oder war ich hier richtig? Moment. Was ist denn, wenn ich jetzt die Schriftart erstmal umstelle? Wieder auf Japanisch. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Wer weiß. Oder muss ich das so eingeben? Aber das sind nicht dieselben Schriftzeichen, das weiß ich. Ich mach's nochmal. Ich mach's nochmal, Leute. Ist jetzt zwar vielleicht langweilig für euch, aber ich will das jetzt herausfinden. So. Versuchen wir erstmal Reshiram. Denn Troll Production hat gesagt, dass es bei ihm mit Reshiram ging. Boah, das ist echt ein Pain in the Ass, diese Stelle. Das
Und der Smiley. Oder ist das der richtige Smiley? Nee, das ist der hier. Ah, nicht, dass er jetzt deswegen lag, ne? Das wäre ja ein bisschen doof. So, dann noch so ein das hier mit einem Strich oben. Streng deine Augen an, Mr. Bang. Strengen Sie Ihre Augen an, Mr. Bang. Das hier. Ja. Und wieder das Dreieck. Komm, 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 los. Ah, fuck you, man. Ich finde, das passt doch nie heraus, wenn es so weitergeht. Weiter geht's, QRM. Ist das hier richtig? Ich glaube schon. Schauen wir mal nach. Ja, muss richtig sein. Es gibt kein anderes. Kyu, jetzt dieses kleine Missgeburt-Ding, aber ich finde das nicht. Muss das hier sein? Was anderes kann es nicht sein. Dann noch der Haken und das Dreieck. Keine Ahnung. Ich komme da nicht drauf. Ich komme da einfach nicht drauf. Ah, Moment. Moment. Diese zwei Striche da, die muss ich, glaube ich, irgendwie anhängen. Boah, ey, das ist das. Ja, boah, Japanisch. Ich merke jetzt schon, das ist, boah, Japanisch und ich werde keine Freunde. Und jetzt muss ich, glaube ich, das Ding da anhängen. Jawohl. Das muss jetzt aber klappen. Wenn das nicht klappt, dann mache ich Schluss für heute. Dann gehe ich weinen. Das hier. Das Viereck von Sekrom. Ah, fuck you, ich geh weinen. Mein Gott. Leute, bis bald.